Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamek-Kennex Simulator. Ja, wir haben Dienstagmorgen, 9:30 Uhr. Ich bin krankgeschrieben, weil ich eine Schulterverletzung habe und ja, werde das Video hier nicht rechtzeitig bis 12 Uhr fertig kriegen, so wie ich mich kenne. Nice. Oder auch nicht, aber es kommt auf jeden Fall gleich. Ich werde es nachher noch durchjagen. Robert, du hattest mich gefragt zu den DLCs. Ich guck mal, dass ich die Links in die Videobeschreibung packe. Es soll auf jeden Fall ein Mercedes-DLC geben. Da haben wir nochmal fünf weitere Wagen, Mercedes-Wagen mit dabei. Die sieht man dann in dem Infovideo von Playway. Wie gesagt, packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Dann ein Chrysler-DLC soll es geben. Da habe ich aber kein Video zu gefunden. Und ein Felgen-DLC. Da gibt es verschiedene Felgen. Dazu gibt es auch noch ein kleines Video. Packe ich euch auch noch mal in die Videobeschreibung. Auf Facebook hatte Playway letzte Woche irgendwie was gepostet, von wegen, dass es jetzt auf Steam verfügbar ist und so in 1 bis 2 Monaten auf PlayStation und Xbox kommen soll. Ja, schauen wir mal. So, dann wollte ich noch auf ja, irgendjemand eingehen. Wer hatte mich gefragt? Ich weiß es gerade nicht. Ich finde das Kommentar gerade nicht mehr, wer mich danach gefragt hat. Aber Andreas Deters, du hattest auch dazu geantwortet. Und du hast recht, eventuell, das könnte sein, dass es sogar hier freigeschaltet wird, wenn man hier weiter levelt, die Teststrecke. Ich habe zwar jetzt hier so direkt nichts gesehen, was das jetzt hier exklusiv freischalten würde. Aber ich habe es auch in meinen Videos nicht mehr gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwar nochmal geguckt, aber irgendwo müsste ich mir wirklich alle Videos nochmal angucken, von vorne bis hinten. Und ja, da bin ich ganz ehrlich, habe ich wenig Interesse dran. Aber das könnte durchaus sein, dass das auch hier freigeschaltet wird. Also, wenn ihr die Teststrecke noch nicht habt, schaut mal, wie weit ihr hier im Leveln seid. Ihr könnt hier getrost alle Punkte vergeben. Ihr habt mehr als genug Punkte übrig. Das geht. Ihr braucht da nichts irgendwie auszulassen oder sowas oder zu gucken, was nehme ich am besten. Da habt ihr mehr als genug Punkte, dass ihr das hier komplett ausleveln könnt. Das ist also gar kein Problem. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ja, eigentlichen Video. Wie gesagt, die DLC-Info also zu den Felgen und zu den Mercedes packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, für das Chrysler habe ich leider nichts gefunden. Das ist irgendwie, naja, gut. Egal. So, schauen wir mal. Was ist jetzt hier zu tun? Wo sind wir hier stehen geblieben? Ah ja, hier sollten wir, ja, stimmt, hier wollten wir den Motor ausbauen, ne? Verdammt. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Das wollte ich ja eigentlich vorbereiten. Ja, gut, komm, ganz schnell. Ups, und schon wieder bleibe ich an der Hebebühne hängen. Ja. Moin, läuft. Demontieren bitte, danke. Raus damit. Ah, hier ist noch die Batterie drauf. Die können wir auch schon mal runternehmen. Sehe ich gerade. So, dann haben wir den Wagen nämlich hier komplett wieder nackig. Außer diesen einen traurigen Sitz, der noch drin ist. Passt. Achso, die Batterie, die können wir eigentlich schon wieder einsetzen. Nein. Hallo? Jetzt. Die können wir schon wieder einsetzen. So, zack, rein damit, haben wir das auch drin, fertig. Ja, nice, sehr schön. Stimmt, da wollten wir ja hier an dem Motor rumbasteln, ne? Verdammt, habe ich ja gar nicht vorbereitet. Das ist jetzt irgendwie schlecht. Ich habe mich so auf die DLCs und so jetzt konzentriert, dass das jetzt gerade total schlecht ist. Egal. Den Motor einmal drauf. Den würde ich gerne noch schnell auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch Teile gebrauchen können. Für den. Was waren das? V8 oder V Magnum, ne? Naja, schauen wir mal. Nicht wundern, Leute. Ich glaube, ich rede ein bisschen nasal. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Nase ist so ein bisschen zu. Aber gut. Erkältet fühle ich mich nicht, bin ich auch irgendwie nicht und habe keine grippeähnlichen Symptome oder ähnliches.
Auch wenn man das meinen könnte, weil gestern habe ich echt mal einen Arztmarathon durchgezogen. Ey Leute, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, was irgendwie andere Ärzte außer Allgemeinmediziner angeht, tut's jetzt. Also jetzt kriegt ihr Termine wie sonst was. Ich habe seit Wochen Schulterprobleme, das habe ich auch schon mal im Stream von der GTA Spirit League, glaube ich, erwähnt. Und ja, Orthopäde normalerweise, Wartezeit 4 Monate. Gestern Wartezeit 5 Minuten. Fand ich schon geil. Physiotherapie auch direkt bekommen, läuft auf jeden Fall bei mir. Habe ich auch nur eine halbe Stunde da gewartet. Sollten wir eine halbe Stunde Zeit haben. Oder beziehungsweise eine Stunde. Dann können wir es machen. Ja, perfekt. Ja, mein Orthopäde hat mich dadurch, dass ich viel Auto fahre, halt direkt aus dem Verkehr gezogen. Hat gesagt, nee, stell den Arm ruhig. Besser ist das. Und geil ist, jetzt habe ich den Arm ruhig gestellt. Das ist auch schon durch die Physiotherapie merklich besser geworden. Jetzt fängt natürlich die andere Schulter an. Logisch. Wie soll es auch anders sein? Aber gut, okay. Ja, und dann hatte ich gestern halt, ja, ach Quatsch, ich Idiot. Das wollte ich schon gar nicht machen. Hier und da das eine noch gemacht und getan und hast du nicht gesehen und zack, war es auch schon wieder vorbei mit der Zeit und ja, so kommt man nicht zum Video machen. Da habe ich mir gedacht, ja, cool, machst du es morgen früh. Ja, direkt erstmal so Wecker ausgeschaltet und erstmal bis 9 Uhr geschlafen. Läuft. Aber wenn man schon mal krank geschrieben ist, ne, dann sollte man das auch ausnutzen. Und deswegen bin ich jetzt mit dem Video heute etwas spät. Schauen wir mal. Kriegen wir bei hin. Sollte ja nicht das Problem sein. Das Ding ist, ich weiß hier absolut nicht bei dem Motor, was ist hier noch zu tun. Also beziehungsweise, was kann man davon verwenden. Das will ich jetzt mal gucken. Weil ich weiß es nicht. So Volltuning bei dem da hinten. Jein, nee, eher nicht, eher nicht, eher nicht. Aber ich freue mich ja schon. Sorry, ich bin zwischendurch nochmal an meinem Kaffee am Schlürfen. Toll, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. So ein Mist. Naja, egal. Weil ich gucken wollte, auch welche Teile können wir jetzt hier noch verwenden. Ja, so ein Volltuning bei dem Wagen da hinten. Ja, nee, danke. So, das kann weg. Obwohl, eigentlich kann hier so weit. Ich gucke mal durch. Das kann alles weg. Dann packen wir das mal so und tschüss, auf Wiedersehen. Brauchen wir alles nicht mehr. So, dann Motorständer benutzen. Ist das denn jetzt Motorständer? Ja. So, perfekt. So, nice. Dann brauchen wir erstmal 8 Kolben. Logisch. Das Gute ist, ich habe mich doch letztens verkauft, ne? Ja, komm mal. Ich habe mich doch hier letztens verkauft. Da können wir doch die Teile nehmen. Nach Namen und dann nach Kolben suchen. Ich weiß, ich könnte das jetzt auch eingeben. Ich glaube, das mache ich auch. Das geht ein bisschen schneller. Kolben, zack. Zack. So. Ja, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ja, Pleuel-Lagerdeckel, gut, die haben wir nicht da, die muss ich noch holen. Genauso wie Kurbelwellenlagerdeckel, aber dafür müsste ich erstmal wissen, was eine Kurbelwelle. So, schauen wir mal, Pleuel. Zack, auch nochmal 8 Stück, vielen Dank. Und Kurbelwellen. Ah, Mann, Kurbel. So. Da schaue ich aber jetzt erstmal. Kann ich die hier schon irgendwie. Ich würde hier gerne montieren. Dankeschön. V8OHVC. Dann schauen wir doch mal. Kurbelwelle.
Wenn wir eine verbesserte haben, können wir die nehmen. Das ist nicht das Ding so. Cool. Haben wir aber nicht. Okay, danke. Schauen wir hier nochmal eben schnell. Weil ich würde ja schon gerne viel Geld sparen. Ne? Das wäre ja schon wieder richtig geil. V8 OHVC. Ja, leider nein, leider gar nicht. Dann, ich hab's auch gerade noch im. Ey, hallo! Oh Mann. Ich hab's gerade im Augenwinkel gesehen. Ich bin wieder dumm. Ja, ich bin auch, glaube ich, nicht ganz wach. Ja, moin. Ich hab die Kurbelwelle doch in der Tasche, ich trotz. Wurde mir da nicht gerade eine Kurbelwelle angezeigt? In meinem Inventar? Ach nee, das ist. Ja, die ist die V8 OHV. Alles klar, schon gut. Vergiss es, ich habe nichts gesagt. V8 OHVC, ja. So, nehmen wir die drei Kurbelwellen Lagerdeckel, dann haben wir die auch am Start. Sehr schön. Dann können wir wenigstens das hier schon. Ach Quatsch. Das hier schon mal einbauen. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Da war ich jetzt. Ich habe mich so auf die Kommentare konzentriert heute Morgen, dass ich es irgendwie verschnallt habe, hier die, ja, quasi den Motor hier vorzubereiten. Aber gut, okay, ist egal, macht nichts. Jetzt haben wir wieder Content, ne? Passt schon. So, das Einzige, wie gesagt, dass ich mich frage, aber nee, ein Volltuning an dem Motor oder an dem Wagen habe ich jetzt ehrlich gesagt so gar keinen Bock, weil irgendwie ist das auch wieder so ein Oldsmobile-Teil, dies, das. Das ist schon, weiß ich nicht. Da müsste wirklich richtig geiles Tuning kommen. So dass man den tiefer legen kann oder sowas. Weil dann wäre das wiederum was anderes bei dem Auto. Weil den könnte ich mir mit so einem Tieferlegungssatz und so richtig geil vorstellen. So wie, so ähnlich wie in dem Film nur noch 60 Sekunden, wo die den einen Wagen klauen, der hinten so Flammen aus dem Auspuff kommt. Das ist auch so ein Oldtimer. Richtig nice. Also sowas müsste echt noch kommen, so richtig Volltuning. Also auch optisch, so tiefer legen. Ja, Felgen kommt er jetzt, sehr schön. Wobei da jetzt, was ich in dem Video gesehen habe, nicht alle Felgen so geil aussahen. Fand ich jetzt. Aber gut, ich lasse mich da gerne überraschen. Mehr Auswahl kann auf jeden Fall nur gut sein. So, V8 OHVC Öl. Also dieses Ölauffanggerät, ne, das geht mir hier so hart auf die Nerven, ehrlich. Aber mal so dieses komplett andere auf die Nerven gehen. Ne. Mann. Jedes Mal latsche ich dagegen. Ne. So, hier haben wir nix. Dann hier. Haben wir noch irgendwo eine Ölwanne dafür? Ah, wir haben noch nicht mal mehr eine Ölwanne oder was? Hatte ich nicht letztens irgendwo eine mitgenommen? Naja, gut, egal. Was soll's. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Ölwanne, warte mal. Öl V8 oder V dürfte das dann sein, ne? Dann nehmen wir mal mit. Hier C, vielen Dank. So. Wie nervig. Aber ich war der Meinung, ich hätte letztens sogar noch irgendwo auf dem Schrott oder was hätte ich so eine Dingens mitgenommen hier. Oh, ist nicht wahr, ne? Hier kommt jetzt tatsächlich ein V8, nicht ein V8 OHV-Ölfilter rein. Ja, moin, ey. Alles ist V8 OHV. Nee, aber der Ölfilter, das ist ein V8. Sehr schön. Naja, egal. Passt schon. So, was haben wir hier? V8 OHV10 Nockenwelle. Mir geht dieses V8 OHV10 voll auf die Nerven irgendwie. Aber gut, was willst du machen? So, was haben wir hier noch? Nee.
V8 OHVD Typ A. Das ist okay. Schauen wir mal. Was war das jetzt? Zylinderkopf. V8 OHVD. Natürlich nicht. Warum sollte mir das auch haben? Warte, Zylinderkopfhaube, wenn wir schon einmal gerade am Start sind. Ja, sieht auch nicht danach aus. Ja, schön, sehr schön, nice. Gefällt mir überhaupt nicht. Verdammt, ich hätte besser doch den Serienmotor genommen. Hätte ich 5 PS mehr und, ne? So, Zylinder. V8 OHVD. Da. Typ D. Typ A, ne? Habe ich ohne Ende. Ernsthaft? Ich habe den dreimal für die Seite. Echt jetzt? Aber für die an. Alter, guck das mal an hier. Dreimal auch den V8 OHVH-Typ A. Alter Schwede. Läuft bei mir aber auch komplett, wa? So, D-Typ A, so. Okay, naja, egal. So, was wollte ich noch gucken? Oh, was wollte ich noch gucken? Ich habe sogar schon wieder vergessen. Sehr schön. Wie immer. Man kennt ihn. So, okay. Zylinderkopf. Ja, gut. Haben wir da. Nehmen wir dann auch direkt, würde ich sagen. Das passt auch, ist okay. Was war denn das andere, was ich jetzt hier einsetzen wollte? Ich hab, ach so, die Nockenwelle, scheiße, ich Idiot. Nockenwelle V8 OHVC. Müssen wir mal schnell gucken. Dann müssen wir noch einen Zylinderkopf kaufen. Nockenwelle V8 OHVC. Ne, haben wir nicht. Natürlich nicht. Warum sollten wir die auch haben? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich jetzt echt verrafft habe, das alles hier so ein bisschen vorzubereiten. Aber gut, okay. So sieht er auch wieder ein bisschen von meinem Chaos vor. Ey, wir haben echt keine Nockenwellen mehr. Okay. Also so langsam werden die Nockenwellen rar. Also zumindest die, die ich brauche. Nockenwelle V8 Ohr. Weißt du was? Komm, wir packen eine Tuning-Nockenwelle packen wir rein, oder? So ein bisschen, so einmal so, dass er ein bisschen mehr Leistung hat. Einfach nur so, weil wir es können. V8 OHV, was hatte ich jetzt gesagt? C, ne? So, zack. Rein damit, fertig, passt. So. Schmeiß mal rein, das gute Teil. So, eine Tuning-Nockenwelle. Warum nicht? Mein Gott. So, was haben wir hier von Rad? V8 OHV, wenn wir schon einmal dabei sind. Nein, so. V8 OHV, dann haben wir das nämlich. Dann brauchen wir das nämlich nicht gleich nochmal extra suchen. Nice, sehr schön. So. Okay, das haben wir. So, dann brauchen wir noch einen Zylinderkopf. V8 OHVD Typ B. Da nehmen wir aber auch einen Standard, weil der andere ist ja auch Standard. Zylinderkopf V8 OHVD Typ B, das ist einmal hier und dann den passenden Deckel noch dafür. Der ist einmal da, sehr schön, haben wir das auch. Juhu, läuft doch. Also geht es auch ein bisschen zügiger vorwärts als geplant oder als gedacht. Sehr schön. So, haben wir jetzt hier Ventilschlüsselstangen. Ist da irgendwas? Kann das einer lesen? V8 OHVF. Okay, ich kaufe erstmal eine und dann direkt noch den Kipphebel dazu. Ventil V8 OHVF. Wir brauchen, ich denke, wieder 16 Stück. So, und bei den Kipphebeln muss ich dann nämlich mal gucken, ist da irgendein anderer spezieller dabei oder sind das hier die Standard?
Okay, sehr wahrscheinlich eine Kipphebelbrücke, so wie das aussieht. Gut, dass ich keine Kipphebel gekauft habe. Gut, dass ich da vorher mal geguckt habe. So, wenn ich das jetzt hier noch ordentlich hinkriege, dann bin ich glücklich. Dann sind wir auch schon wieder fast durch mit dem. Hallo, ich würde hier gerne danken. Das ist wie bei Dingens. Ich habe ja Fishing Barents Sea angefangen. Wenn man da diese Fische ausnehmen muss, ne? Weil ich krieg das kaum gerade hin mit den blöden Sticks. Das ist ja voll schwer. So, Kipphebelbrücke V8 OHVD. Ich habe es mir nämlich fast gedacht jetzt. Dadurch, dass mir kein einzelner Kipphebel angezeigt wurde. V8 OHVD. Den haben wir hier. Oh, zweimal. Aber für die andere Seite auch noch, ne? Zack. Sehr nice. Ja, geil. Dann haben wir nämlich die Nummer hier auch schon fertig. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier noch schnell die Seite fertig und dann haben wir doch schon einigermaßen. Dann kann ich die restlichen Teile auf jeden Fall schon mal für die nächste Folge besorgen. Weil jetzt sehe ich ja auch ein bisschen mehr, was noch fehlt und so. Dann gucke ich schon mal auf Lager, was wir davon noch haben. Weil die Abgaskrümmer hier zum Beispiel, die sollten wir noch haben. Zumindest einen. Ansaugkrümmer müssten wir auch noch haben. Hallo? Und dann ist der Motor ja schon quasi fast fertig. Für den Delray Custom. Nice. Sehr schön. So. Kipphebelbrücke noch rein. Einmal, zweimal, dreimal. Und einmal Deckelchen drauf. Perfekt. Nice. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal folgende Pause. Und wie gesagt, ich besorge da mal den Rest der Teile für den Motor und dann schauen wir mal, dass wir den Delray da hinten vielleicht in der nächsten Folge sogar schon wieder komplett zusammengebastelt bekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo. Das gleiche Spiel wie immer. Apropos, ja stimmt, auf die Stoßstange wollte ich hier noch eingehen. Auch da nochmal danke für das Kommentar. Die Originalstoßstange, ja, die ist chrom, aber ich habe es ja hier mit der auch hingekriegt. Und die Tuning-Stoßstange, das ist ja auch eine Tuning-Stoßstange hier hinten, die ist ja auch chrom. Deswegen fand ich das schon so ganz geil. Sieht auch ganz nice aus, wie ich finde. Mal gucken, was der für eine Farbe bekommt. Ich habe da schon eine Farbe so im Hinterkopf. Ja, aber da schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ja, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.